Für die Spieler des 1. FC Kaiserslautern ist der Weihnachtsurlaub schon wieder vorbei. Wegen der kurzen Winterpause hat die Mannschaft von Trainer Marco Kurz eine Woche nach dem letzten Hinrundenspiel mit der Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen. Dabei verfolgt der FCK ein klar definiertes Ziel. Der Verein will den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga schaffen. Mit Volldampf und mit einem Neuzugang ist der 1. FC Kaiserslautern in die Vorbereitung zur Rückrunde gestartet. Pierre de Witt war ablösefrei aus Leverkusen in die Pfalz gekommen. Nach überstandenem Kreuzbandriss will sich der 22-Jährige einen Stammplatz erkämpfen, eine feste Stütze beim Tabellenführer werden. De Witt wittert im defensiven Mittelfeld seine Chance. Ja, ich denke, der erste Eindruck war positiv, absolut durchweg. Denn ich habe gemerkt, die Mannschaft ist relativ locker. Wir haben auch einige viele junge Spieler dabei. Und ich denke, ich werde hier wenig Probleme haben, mich zu integrieren. Beim ersten Training stand der Witt gleich im Mittelpunkt des Interesses und im Fokus der Fans. Für viele FCK-Anhänger scheint der Aufstieg nach der famosen Hinrunde nur noch reine Formsache. Trainer Marco Kurz weiß um die Euphorie im Umfeld. Trotz 9 Punkten Vorsprung mahnt er. Wir müssen auch weiterhin unheimlich fleißig sein und auch unheimlich gut Fußball spielen, um uns Punkte zu verdienen. Und dann sehen wir, was dann am Ende bei rumkommt. Ja, also diese Euphorie wollen wir gerne aufnehmen. Wir wollen sie auch gerne bestätigen. Aber zurücklehnen darfst du dich nicht, weil das wäre ein Riesenfehler. Mit dieser Einstellung und dem nötigen Biss dürfte der 1. FC Kaiserslautern im neuen Jahr noch weit kommen.